Und wir schauen aus aktuellem Anlass erst noch einmal in Richtung Thailand. Bei einem Angriff auf eine Vorschule, einen Kindergarten, sind mehr als 30 Menschen getötet worden. Ein ehemaliger Polizist soll in einem Kindergarten das Feuer eröffnet haben. Der 34-Jährige sei mit einem Gewehr, einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Der Schütze ist nach dem Angriff im Nordosten des Landes wohl noch auf der Flucht. Die Behörden haben die Menschen in der Region aufgefordert, in den Häusern zu bleiben. Über den aktuellen Stand dieser Tragödie, hier sehen wir ein Bild des mutmaßlichen Täters, wollen wir sprechen mit Matthias Peer. Er ist uns aus Bangkok zugeschaltet. Gibt es neue Entwicklungen, was den Täter angeht? Ist der Mann gefasst? Ja, die Entwicklungen, die gibt es. Laut lokalen Medienberichten hat sich der mutmaßliche Täter auch selbst getötet. Es wird berichtet, dass er auch seine eigene Frau und auch ein Kind in seinem Zuhause getötet hat. Es handelt sich um einen 34-jährigen ehemaligen Polizisten, der seinen Job verloren hat, laut lokalen Medien wegen Drogendelikten. Und die Polizei mutmaßt auch, dass womöglich Drogen jetzt auch bei dieser Tat im Spiel gewesen sind. Was weiß man über die Opfer im Kindergarten? Ja, es handelt sich um eine Kindertagesstätte. Es gibt wohl sehr, sehr viele Opfer, mehr als 30. Davon wird momentan ausgegangen. Und unter diesen Opfern sind wohl sehr viele Kinder. Es sollen auch Erwachsene unter den Opfern sein. Nähere Details dazu haben wir noch nicht gehört. Was allerdings klar ist, ist, dass das wohl eine der tödlichsten Massenschießereien und einer der tödlichsten Amokläufe in der Geschichte Thailands wohl ist. Es gab eine ähnlich schreckliche Tat vor wenigen Jahren, als ein früherer Armeeoffizier in einer Shopping Mall einen Amoklauf begangen hat und dort auch 29 Menschen getötet hat. Und ja, die schrecklichen Nachrichten von einer solchen Amoktat, die wiederholen sich jetzt hier heute offenbar wieder. Matthias, es ist natürlich noch sehr, sehr früh. Das Ganze ist erst vor wenigen Stunden alles passiert. Aber gibt es zum jetzigen Zeitpunkt schon Erkenntnisse der Behörden, warum der Täter sich diesen Kindergarten als Ziel ausgesucht hat und auch Kinder als Opfer? Davon gibt es noch keine Informationen. Wie gesagt, es wird vermutet, dass es einen Hintergrund gibt, auch mit seiner Tätigkeit als früherer Polizist und mit seiner Entlassung aus dem Regierungsdienst. Was da allerdings genau passiert ist und was die Motivation des Täters gewesen sein kann, darüber kann man nur spekulieren momentan. Natürlich der Umstand, dass der mutmaßliche Täter sich selbst erschossen hat und jetzt nicht mehr lebt, wird die Ermittlungen vermutlich auch nicht einfacher machen. Matthias, danke schön für diese ersten Informationen direkt aus Thailand. Gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.